Willkommen zurück zu einer neuen Folge Amnesia The Dark Descent. Ja, unser geistiger Zustand, der ist wie am Ende der letzten Folge total Blackout. Und damit lässt er sich so gut wie gar nicht mehr steuern. Also wir müssen uns mal kurz hier mit der Lampe so ein bisschen Geisteszustand zurückholen. Denn er ist dadurch kaum noch zu steuern. Geht das so langsam wieder? Weil hier rennt nämlich ein Gegner rum. Das haben sie ziemlich cool gemacht. Sobald sein Hirn auf Blackout geht. Was ist das denn? Wir laufen Fliegen vor dem Auge rum. Krasser Scheiß. Und ihr seht es vielleicht selber, die Steuerung, sie ist jetzt unglaublich wabbelig. Ist das der Ausgang? Es ist der Ausgang! Oh. Komm schon, Daniel, jetzt beruhige dich doch mal wieder. Da war ja noch ein bisschen Dunkelheit. Ihr habt es vielleicht Ende letzter Folge gesehen und auch eben gerade gesehen. Der steuert sich dann unglaublich katastrophal. Wenn sein Geisteszustand echt schlecht ist. Ich bewege die Maus nur minimal und er schwankt wie sonst was. Unglaublich. Er hat immer noch Blackout. Damit geht aber nur körperlicher Zustand zu verbessern. Sein geistiger Zustand ist immer noch eine Katastrophe. Aber wir versuchen trotzdem mal zu springen. Na, funktioniert. Immerhin. Komm, Daniel. Oh, die Steuerung, sie ist so unglaublich hart jetzt. Das ist hart zu steuern. Also da muss man echt aufpassen bei dem Game, dass man niemals den Geisteszustand so in den Keller gehen lässt. Aber es ging irgendwie auch nicht anders. Komm, Daniel. Beruhige dich doch mal wieder, Mensch. So alles halb so wild. Wird doch gar nicht besser. Oh, die Lampe ist auch leer. Öl haben wir auch nicht mehr. Das läuft! Wir laufen einfach mal durch. Wir hatten hier unten, glaube ich, eine Kerze angemacht. Ne, haben wir uns geimpft? Doch, wir haben uns ja geimpft. Wir haben uns ja letzte Folge impfen können. Nach einer kleinen OP. Ja, OP ruft Dr. Schnitter. Hinein in die Kanalisation und ich hoffe, dass wenn wir die Tür betreten, sich sein Geisteszustand durch das Laden wieder verbessert. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn das noch länger so anhält, das wird dann ganz schön harte Nummer werden, den so zu steuern. So, Daniel, was sagst du? Dröhnt und Hände zittern. Na, das geht ja noch, dann ist er ja wenigstens halbwegs spielbar. So, Kanalisation. Ich hoffe, die ist beleuchtet. Ah, hier sieht man schon die Pilze. Von denen war ja die Rede. Weswegen weil wir ja uns dieses Mittel holen mussten. Diesen Impfstoff. Die scheinen wohl ziemlich tödlich zu sein, wenn man nicht geimpft ist. Nein, Wasser, jetzt sag ich hier. Nein. Oh, immer wenn ich bei Amnesia Wasser sehe, mittlerweile denke ich, hier kommt so ein Wasserpenner. Nein, kein Wasserpenner-Monster, kein unsichtbares. Das war ein normaler Gegner. Und ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Oh, aber schöne Stimmung hier unten. Das hat Fictional Games echt ganz gut hinbekommen. Was die Stimmung und so weiter angeht. Okay, der Gegner ist da lang gegangen. Das heißt, ich gehe aber mal nach links. Wenn wir denn überhaupt weiterkommen. Bei meinem Glück müssen wir in die Richtung, wo der Gegner hingelaufen ist. Wird auch lieber ein bisschen langsamer gehen. Dafür ist es hier erstaunlich hell.
geht schon mal nicht weiter. Das Bild bebte so komisch. Gut, dass ich seit dem Projekt von Outlast so einiges gewohnt bin, aber die Atmosphäre ist ja trotzdem echt einmalig. Ja, okay, wir kamen von da. Da hinten ging es nicht weiter. Och, steht das so verwinkelt. Was war das? Okay, ganz ruhig. Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Ich wollte die Leiter aufheben und daran setzen. Nee, das geht nicht. Schade, wäre ganz cool gewesen, hätte man irgendwie die Leiter so daran pflanzen können. Ah, okay, die ist auch eh gebrochen. Die zwei Teile ist zerbrochen. Gehen wir erstmal weiter hier lang. Ist das eine Leiche? Sah von weitem so aus wie eine Leiche, aber es waren nur Steine. Oh Mann. Da geht's nach oben. Was war das eben? War das einfach nur Wasser oder? Was rattert denn hier so komisch? Ist hier jemand? Ja, hallo? Okay, hier schon mal keiner. Wir sagen, machen wir mal zu. Halbwegs mit Gefühl geschlossen. Muss ja keiner hören. Oh, Öl! Eine volle Lampenladung. Ja, passt doch. Lampenladung. Okay. Wir können ja diese Schalter befummeln, aber... Warum? Was müssen wir damit machen? Zwei und eins. Kann ihn da drehen. Und nach da. Hm. Sollen wir rausfinden, was wohin muss, wa? Aber wir haben auch ein Memento bekommen. Die zwei Hebel steuern die laute Maschine. Ach, tatsächlich. So weit war ich auch schon. Ja, aber was muss ich wie hindrehen? Die standen beide auf zwei. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Beide auf klein. Aber wir müssen erstmal irgendwo die Info rausfinden, was wir da wie einstellen müssen. Gibt es halt auch ein paar Möglichkeiten. Ich denke, wir werden irgendwo Informationen dafür bekommen, was wir da wie einstellen müssen. Das muss man halt rumprobieren. Ich würde lieber gucken, ob wir da was finden. War ja nicht offen vorhin? War das nicht offen? Kann ich damit die Schleusentore ändern oder wie? Ich drehe jetzt mal beide dahin. Und schau mal, ob sich hier irgendwas geändert hat. Ne, es war da hinzu. Okay, damit hatte das schon mal nichts zu tun. Ne, da ging es nicht lang. Da ging es nicht weiter. Dann müssen wir erstmal da hinten in die andere Richtung bestimmt. Problem ist, da ist da ein Gegner hingelaufen.
Wir steuern ja diese Maschine hier anscheinend. Niemand kehrt mehr zurück. Vielleicht kann man die so langsam einstellen, dass man da durch kann. Aber wir schauen erstmal, ob was hier hinten noch ist. Weil das ist hier irgendwo noch so ein Raum. Hier schon mal gar nichts. Irgendwas ist da aber. Man hat es am Soundtrack gehört. Da ist irgendwas. Und da ist noch so eine Maschine. Oder? Nee, sah erst nur so aus. Ja, das wäre ein toller Satz gewesen. Da läuft das Wasser einfach nur. Also hier schon mal kein Gegner. Oh, ich kann damit was machen. Kommt hier auch nicht durch. Das Rohr scheint locker zu sein. Ups. Jetzt ist es ab. Memento ist schon wieder weg. Zwei Hebel steuern die Maschine. Mehr weiß ein bisschen wir jetzt auch nicht. Ich habe das mitgenommen, aber wofür? Ich denke mal, da ist ein Gegner bei diesem Soundtrack. Jedes Mal denke ich, da taucht einer auf. Okay, wir haben da hinten zwei Hebel, die Maschine steuern. Und wir haben ein Rohr. Was ist, wenn wir die Maschine auf ganz langsam einstellen und das Rohr da reinschmeißen? Können wir das so nicht schon verwenden? Das Rad dreht sich zu schnell. Okay. Es musste erst langsamer gemacht werden. Alles klar, meine Vermutung war richtig. Muss man doch nochmal gucken. Wir müssen einen auf klein stehen, den anderen auf groß. Wo war denn das jetzt? Ja, ein bisschen weiter noch. Ist ja alles eine Frage der Übersetzung. So, das klingt extrem langsam. Wir haben jetzt ganz klein und ganz groß als Übersetzung. Verflucht. Oh, ich kann ja auch nirgendwo hin. Du willst hier gar nicht rein, Junge. Du willst hier nicht rein. Hier ist nichts. Das ist nur ein Maschinenraum. Du sahst auch nicht aus wie Scotty, der in seinem Maschinenraum zurückkehren will. Ich höre ihn auch nicht mehr. Haben wir Glück und er ist weg? Oder haben wir Schnitters Glück und ich öffne die Tür und bin tot? Gibt ja zwei Varianten von Glück, das normale und das, was ich immer habe. Hallo? Ich glaube, er ist weg. Scheint so. Müssen wir nur hoffen, dass es tatsächlich richtig ist, was wir gerade gemacht haben. Von der Übersetzung her müsste es aber eigentlich stimmen. Man hat es ja auch gehört vom Sound her, dass es sich jetzt deutlich leiser war. Also müsste von der Übersetzung her jetzt das Rad da vorne sehr langsam drehen.
Müssen wir so noch wiederfinden. Ah, hier vorne war's. Ja, das nenne ich mal langsam. Das muss doch jetzt gehen. So, nehmen wir mal unser hartes Rohr und stecken das Rohr mal rein. Das soll halten? Für hier finde ich... Also von der Höhe her passe ich da eigentlich gar nicht unter. Aber okay, es hat funktioniert. Wir sind durch. Schick hier. Schick in Form von... Gefällt mir von der Atmosphäre und der Stimmung her. Aber bis jetzt hat uns der Gegner noch nicht so wirklich erwischt. Das sieht verdächtig aus hier. Man kann nicht hindurch. Eines der versperrten Tore scheint schwächer zu sein als die anderen. Ja, das kommt man von weitem schon sehen, weil hier so eine Einkerbungen sind. Das ist ja offen. Wir brauchen jetzt also irgendwas, um das da aufzubrechen vielleicht. Aber erstmal können wir noch hier weiter. Was ist das denn? Mega-Ratten. Sieht aus, als wären die angemampft worden. Ich warte noch kurz. Oh shit! Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Huh. Ich nehme die mal mit. Vielleicht kann ich damit den Gegner ablenken. Laudan um. Okay. Scheiße. Oh shit. Ich vermute aber, der hat das Tor unten aufgebrochen. Das klang nämlich so, als ob er durch dieses Metalltor durchgelaufen wäre. Und ich weiß auch nicht, warum ich hier einen Leichenteil mitgenommen habe. Ich habe gehofft, dass man den vielleicht damit ablenken kann. Ist er weg? Das hat bei diesen Wasserkreaturen funktioniert. Vielleicht klappt es auch bei dem Ding. Vielleicht... Oh, das sieht aber auch aus. Es ist ein bisschen schwer, wenn ich das mitnehme. Vielleicht reicht ein Arm, dann kann ich mich schneller bewegen. Vielleicht kann man ihn damit irgendwie ablenken. Naja, es ist offen. Weg damit. Braucht man bestimmt nicht mehr. Ja, man weiß es nicht. Drei Arme sind manchmal auch nicht verkehrt. Ja, da kam auch der Hinweis, wir tragen den Schatten mit uns. Ist das der Schatten, diese komische Kreatur? Das kam von links. Also gehe ich erstmal hier lang weiter. Zur Not können wir immer noch sprinten. Da ist was, da ist was. Laudanum bekommen wir mittlerweile extrem oft. Kommen wir da durch? Nee. Wo geht's lang? Der ist da hinten irgendwo. Da stand er. Lange angucken. Verdammt, das habe ich ganz vergessen. Jetzt ist die Frage, wo lang geht er? Links oder rechts rum? Der bleibt da einfach stehen. Shit. Ich kann da gar nicht einfach durchsprinten.
ich den irgendwie ablenken? Oh, er steht genau da, wo ich lang muss. Okay. Leid, funktioniert das? Alles gehört? Oder war das nicht nah genug dran bei ihm? Er hat's gehört! Er hat es gehört. Wenn wir jetzt durchsprinten, schaffen wir es vielleicht. Ja, sauber. Der alte Stein ins Wasser werfen Trick. Wow! Okay. Hat nicht ganz so funktioniert. Ihr kommt zu. Hoch. Es hat ja fast funktioniert, aber wir leben noch. Das zielt. Oh. Was ist das für eine Treppe hier? Wer baut sowas? Komm mir vor, als ob ich gerade irgendwie so einem so einen Brunnen hochgekraxelt wäre. So kam es mir gerade vor. Aber es hat funktioniert. Stein hingeworfen, er kam an und wir sind ihn damit irgendwie losgeworden. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Naja, wo auch immer wir gelandet sind und welche dieser vier Türen wir betreten werden, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao!